Patrick Gigani ist bei uns. Du warst früher Profifußballer, Ja. bist zu Unterhaching aufgelaufen in der zweiten Bundesliga, warst als Spieler dann international bei vielen, vielen verschiedenen Vereinen, unter anderem in Tunesien, Genau. Griechenland und eben auch in Indonesien Ja. und auch im Münchner Amateurfußball. Da Ja, bist du genau. Ja. eingestiegen ins Trainergeschäft als Genau. Spielertrainer in Geiselpullach Genau. und warst zuletzt beim FSV Hardthof dann wieder als Spieler aktiv zusammen, Richtig. wo dein Trainer eben dein eigener Bruder war, Enes Genau, Gigani. richtig. Und dann kam im letzten Winter das Angebot aus Ja, Indonesien, richtig. dort Trainer zu werden und gleichzeitig Anteile am Club zu Ja. übernehmen. Und du meintest damals im Interview mit Fußball vor Ort, am liebsten hätte ich blind zugesagt. Ja. Jetzt sind schon ein paar Monate Genau. vergangen seitdem. Erzähl mal, wie verlief der Start bis jetzt? Also, ja, ich habe das gesagt, ich erinnere mich auch an die Aussage, weil es natürlich ein Traum ist für jeden, der mal wirklich im Profibereich war oder einfach in dem Fußball, wo man sich wohlfühlt, war. Und ich hatte eine gute Zeit in Indonesien als Spieler, da habe ich meine Karriere beendet und bin da auch gut aus dem Fußball rausgekommen, aus dem aktiven Fußball rausgekommen. Es war für mich schon, auch wenn ich jetzt nicht gesagt habe, ich muss sofort unbedingt wieder zurück, sondern war es schon irgendwo auch ein Traum, dann zu sagen, irgendwann, wenn ich soweit bin, möchte ich dann schon wieder angreifen und dann im Idealfall einfach auch im Profigeschäft angreifen. Indonesien hat mir immer sehr zugesagt, das Land, die Leute, das Wetter, es war schon eine sehr gute Erfahrung damals als Spieler. Und als dann, wie gesagt, das Angebot kam im Winter, da wirklich als Head Coach hinzugehen, habe ich eigentlich auch nicht. Natürlich, das klingt jetzt so, man hat nicht groß drüber nachgedacht. Es ist eine Chance, die ich einfach unbedingt nutzen wollte. Deswegen habe ich das auch damals so gesagt und einfach auch gemacht, genau. Was waren bis jetzt die größten Schwierigkeiten? Ja, es ist etwas unorganisierter, als wir es hier aus Deutschland kennen. Aber ich wusste das, also es ist nicht so, dass ich jetzt da ins kalte Wasser gesprungen bin. Ich wusste natürlich auch also von meiner aktiven Zeit, was wirklich Stand der Dinge ist in Indonesien, dass viele Dinge nicht so organisiert sind, wie wir sie hier in Deutschland kennen. Viele Sachen sind einfach Kleinigkeiten, wo wir hier nicht mal drüber nachdenken, ist dann vielleicht kann zum Schwierig zu einer Schwierigkeit werden. Spiele werden kurzfristig abgesagt, weil die Polizei das nicht freigibt, das Spiel wegen Sicherheitsvorkehrungen werden am Spieltag Spiele abgesagt beispielsweise. Und das ist natürlich dann schon, man bereitet die Mannschaft eine Woche lang oder 10 Tage auf ein Spiel vor, das ansteht und dann erfährt man am Spieltag, dass es nicht stattfindet, ist dann schwierig. Aber ich glaube, da muss man sich ein bisschen auch darauf einstellen und vom Kopf her das auch wissen, dass Dinge so passieren können. Dann ist es auch nicht ganz so tragisch. Es gibt immer Alternativen, dann macht man Trainingsspiele, dann hat man einen Alternativgegner ohne Zuschauer und dann kompensiert man das. Also schwierig im Sinne von, oh, das war für mich unmöglich, war nichts, also es gibt nichts. Ja. Wie läuft sportlich bisher? Bist du Ja, zufrieden? ich bin wirklich zufrieden, vor allem mit meiner jungen Mannschaft. Wir haben eine sehr junge Mannschaft, wir haben einen Altersschnitt von 21, knapp über 21 und ja, sind alles junge, hungrige Spieler. Das ist mir sehr wichtig gewesen, dass die Spieler unbedingt wollen und auch diese Zeit nutzen wollen. Wir sind sehr gut reingestartet. Es ist ein bisschen später als geplant losgegangen. Wir hatten sehr gute Heimspiele. Wir haben natürlich auch ein massives, volles Haus, wenn wir zu Hause spielen. Und ein Traditionsclub wie unser Club, da haben wir die Hütte dann voll und dann ist es schwer für jeden Gegner zu uns zu kommen. Also unsere Heimspiele, da haben wir unsere Aufgabe, unsere Pflicht erfüllt, haben sehr, sehr gut abgeschnitten. Auswärts war es ein bisschen schwieriger, da haben wir nicht so viele Punkte geholt. Wir waren dann zum Schluss, wenn man es auf der Tabelle sehen möchte, ich habe ja eingangs gesagt, dass es ein bisschen organisatorisch anders gelaufen ist, waren wir dann unter die ersten sechs. Es wurde dann aufgeteilt in Gruppen, also war auch ein bisschen nicht so, wie wir es uns in Deutschland vorstellen. Aber wir haben das erreicht, was wir wollten und genau, jetzt haben wir frei, Pause und im Winter gehen wir dann in die Vorbereitung für die Playoffs, für den Aufstieg. Okay, du hast gesagt, dass ihr eine volle Hütte habt. Ja. Was kann man sich darunter vorstellen? Wie viele Zuschauer sind es? Ja, also es ist so, wir haben bei uns in Jepara direkt, passen ja 25.000 Leute ins Stadion rein. Je nachdem, welchen Gegner wir erwarten, wird dann das Stadion auch mal kurzerhand ein bisschen erweitert oder es kommen ein paar mehr Zuschauer rein. Also unvorstellbar hier in Deutschland. Wir haben 30.000 dann im Stadion. Manchmal weichen wir auch aus, wenn wir dann wirklich
die ganz großen Spiele haben wir dann nicht bei uns gespielt, sondern in einem bisschen größeren Stadion. In Surabaya beispielsweise passen 50.000, 60.000 rein. Indonesien ist sehr, sehr fußballbegeistert, ja. Beim FC Bayern haben wir ja zurzeit ein Brüderduo auf der Trainerbank und auch du arbeitest ja mit deinem Bruder zusammen. Genau. Wie funktioniert die Zusammenarbeit? Sehr gut, ehrlich gesagt. Das ist sehr gut, wenn man eine Vertrauensperson hat, vor allem bei diesem ersten Schritt ist es sehr wichtig, dass man taucht schon in eine neue Welt ein, man hat auch irgendwie dieses, man ist da ganz neu, das ganze Trainerteam muss sich natürlich finden in so einem Fall. Mir war es sehr wichtig, dass ich einen Local Assistant habe, also der die Gegebenheiten kennt, der die Umstände kennt, sage ich mal. Aber es war auch eine Bedingung von mir, dann letztendlich meinen Bruder mitzunehmen, da ich natürlich mich hundertprozentig auf ihn verlassen kann und seine Arbeit auf dem Platz auch kenne und weiß, dass er da schon das Know-how mitbringt, das ich dann auch benötige in manchen Situationen. Es war sehr gut. Wir hatten auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes halbes Jahr jetzt gemeinsam. Ja. Wenn du jetzt als Trainer weiterdenkst, möchtest du weiterhin mit deinem Bruder zusammenarbeiten? Oh ja, auf jeden Fall. Es ist natürlich so, dass man ja auch im europäischen Fußball oft sieht, dass ein Trainerteam sich dann irgendwann findet und dann auch wirklich gemeinsam Station für Station gemeinsam übernimmt. Da wird dann seltenst dann nur noch von dem Trainer gesprochen, sondern vom Trainerteam. Das ist in Europa mittlerweile gang und gäbe, wie du gerade sagst. Nico nimmt natürlich auch seinen Bruder mit, wenn er zu Bayern kommt. Und von meiner Seite sicherlich auch so geplant gewesen, dass ich meinen Bruder dann auch am Start habe, wenn ich dann meine weiteren Schritte gehe. Ich glaube, dass er natürlich auch danach strebt, irgendwann mal vielleicht selber anzugreifen, aber ich bin mir sicher und ich weiß, dass er, solange er noch nicht so weit ist, auf jeden Fall auch in meinem Trainerteam bleiben wird und da auch wirklich seinen Job zu 100%ig erfüllen wird. Also da mache ich mir gar keine Gedanken, das läuft. Ja. Du bist ja ein Familienmensch, hast 5 Kinder. Ja, genau. Wie war die Zeit für dich ohne die Familie und kommt die Familie jetzt wie geplant nach Indonesien? Ja, also stimmt, ich bin absoluter Familienmensch. Ich habe tatsächlich 5 Kinder und es ist doch dann, ich bin da auch ganz ehrlich, es ist doch schwerer, als ich es eigentlich mir gedacht hatte. Ich hatte als Fußballer zu meiner aktiven Zeit, hatte ich auch schon 2. Und da war es dann, es war möglich. Meine Frau ist damals auch noch mitgekommen. Sie hat gependelt, Griechenland beispielsweise. Und dann in Indonesien waren wir auch gemeinsam für ein halbes Jahr, bis sie dann zurückgegangen ist und ich noch ein halbes Jahr länger in Indonesien war, ohne die Familie, was damals natürlich auch sehr schwer war. Aber jetzt muss ich ehrlich sagen, mit 5 Kindern ist es doch nochmal eine andere Hausnummer. Mein Sohn, also mein jüngster Sohn, der Jaden, ist einen Monat alt gewesen, wo ich jetzt im Januar weggegangen bin. Und es ist für mich sehr schwer. Viele Leute sagen dann immer, boah, wie hast du das gemacht? Wie hast du das geschafft? Das ist wahr, aber ich glaube, dass es das ganz große Lob da eigentlich meiner Frau eigentlich gebührt, weil meine Frau war hier alleine mit einem Säugling und 4 anderen Kindern und jeder braucht seine Aufmerksamkeit und die hat einen ganz großen Job gemacht. Klar, FaceTime, Skype, man hat natürlich jeden Tag den Kontakt und versucht, den Kontakt gutestmöglich dann natürlich dann auch irgendwie teilzunehmen am Alltag, was natürlich schwierig ist, wenn man nicht da ist, aber man hat es versucht oder wir haben das versucht und es ist uns schon gelungen, aber man sieht natürlich auch, dass es auch für die Kinder dann nicht so einfach ist, wirklich das dann auch wahrzunehmen. Es ist halt dann doch ein halbes Jahr jetzt gewesen und du sagst es gerade, der Plan war natürlich und ist natürlich nach wie vor, dass wir gemeinsam unsere Wege gehen. Jetzt kommt dazu, dass ich 2 schulpflichtige Kinder habe, also mein großer Sohn, der ja schon 14 ist und meine Tochter, die jetzt in die 2. Klasse kommt, sind beide in der Schule. Wir haben das natürlich im Vorfeld in Indonesien abgeklärt. Also es gibt internationale Schulen, auch mit anerkannten Diplomen oder Abschlüssen, die dann in Europa auch anerkannt sind. Jedoch ist es halt nicht so leicht umzusetzen, weil ich nicht direkt in meiner Stadt habe. Es sind schon ein paar Überlegungen, die dazukommen, ob das dann jetzt wirklich so umgesetzt werden kann. Wie gesagt, ich habe jetzt eine etwas längere Pause, die wir natürlich auch definitiv nutzen wollen und werden mit meiner Frau. Dann wirklich den richtigen Weg zu suchen. Es war nie das Ziel, dass ich allein irgendwo arbeite und meine Familie hier bleibt und das wird auch nicht die Lösung sein, sondern natürlich dahin zu denken, dass wir gemeinsam unsere Wege gehen. Mein großer Sohn spielt auch Fußball, aber ist jetzt auch ein bisschen in die Musikrichtung gegangen, hat da sehr, sehr erfolgreich bei einer Castingshow teilgenommen dieses Jahr und jetzt
ist er natürlich auch ganz begehrt hier und macht eine Tour und so weiter. Jetzt möchte ich auch nicht der Papa sein, der ihn dann aus seinen Träumen rausreißt. Also du siehst schon, es gibt ein paar Überlegungen, die da eine Rolle spielen, wie wir jetzt letztendlich weiter vorgehen. Aber der Plan ist, und es wird auch letztendlich so sein, dass wir zusammen das tun, was wir dann tun. Genau. Planst du langfristig in Indonesien zu bleiben? Ja, also ich habe es damals gesagt, wo ich gegangen bin, das ist nicht eine Sache, die man jetzt mal für ein Jahr oder zwei macht, sondern wenn wir den Schritt oder ich den Schritt nach Asien mache, dann werde ich auf jeden Fall dort meine ersten Ziele erreichen wollen, sprich natürlich kurzfristig in die erste Liga zu kommen und dann langfristig natürlich zu schauen, diese Erfolge auch einzufahren, dass ich dann mich auch in Europa vielleicht interessant mache oder in Europa, Deutschland natürlich mein Zuhause. Vielleicht auch eine Tätigkeit finden kann. Das ist natürlich schon das langfristige Ziel, aber man kann da auch nicht oder man soll da auch nicht irgendwie ja, naiv herumlaufen und sagen, oh, jetzt mache ich da mal ein Jahr und dann habe ich hier die Möglichkeit, sofort was Lukratives zu übernehmen, sondern es ist schon klar, dass es natürlich auch eine Zeit in Anspruch nehmen wird, wirklich diese Erfahrung zu sammeln, die man dann braucht und wirklich diese Schritte und Erfolge einzufahren. Um dann wirklich auch sich einen Namen gemacht zu haben, zu sagen, hey, ich bin bereit für diese Schritte. Deswegen schon eine langfristige Planung auch in Asien, genau. Ja. Du warst ja bei Kreisliga-Vereinen, gleichzeitig aber auch bei Profivereinen. Also große Bandbreite hast du miterlebt. Auf jeden Fall. Verfolgst du auch noch die Münchner Amateurligen Absolut, und den absolut. Amateurfußball Ja, hier? klar. Also es ist ja, ich komme ja aus dem Münchner Amateurfußball. Ich habe in der Jugend natürlich dann irgendwann bei einem großen Verein, also bei 60 gespielt damals und da hat sich ja auch mein Weg geebnet, dass ich dann Fußballer werden durfte oder konnte. Aber ich bin nach wie vor, also ich habe wirklich meine Vereine, du hast es eingangs angesprochen, Geiselbullach, Harthof, all die Jugendvereine oder wo ich halt war, ich verfolge das über eure Seite und ich schaue mir das an. Woche für Woche bin ich da natürlich informiert, weil das ist natürlich, wo ich herkomme und wo ich dann auch am Ende des Tages wieder sein werde. Ich meine, da geht der Fußball los für mich. Da die Helden, die am jedes Wochenende da wirklich am Platz stehen und alles für ihren Hobbys tun und für ihre Liebe zum Fußball. Also da, das ist groß für mich. Das ist was Besonderes für mich und das verfolge ich natürlich und werde ich auch davon nicht ablassen, egal wo ich jetzt auf der Welt bin. Das werde ich schon nach wie vor immer verfolgen, genau. Was ist dein konkretes Ziel als Trainer oder was wäre dein Traum in München oder in Deutschland als Trainer zu arbeiten? Mein konkretes Ziel, also ich sag das immer so, ich kann mich an keinen Tag in meinem Leben erinnern, wo ich kein Ziel hatte. Also ich bin immer mit Zielen, nur das treibt mich auch voran. Ein Ziel ist, ein realistisches Ziel ist für mich kurzfristig zu sagen, ich möchte natürlich jetzt mit meiner Mannschaft unmittelbar Erfolg. Ich möchte aber auch eine Mannschaft aufbauen. Ich habe jetzt in den 6 Monaten was erreicht. Ich habe eine Mannschaft geformt. Das ist wichtig für mich auch zu hören. Okay, man erkennt eine Handschrift, das von zweiten, dritten oder zu lesen. Das ist ein kurzfristiges Ziel, das ich erreichen möchte. Ich möchte, wie gesagt, natürlich schnellstmöglich größer in Indonesien angreifen. Träume sind es natürlich, irgendwann mal zurückkommen zu können nach Deutschland und um dort eine Mannschaft zu trainieren, am liebsten zu Hause vor der Haustür. Wir haben ja ein paar gute Mannschaften hier in München oder Umgebung, aber wenn es auch nicht in München und Umgebung ist, ich war nie derjenige, der gesagt hat, nee, nee, ich schaue nur hier vor der Haustüre, sondern ich war ja wirklich in der ganzen Welt unterwegs. Aber natürlich, wenn sich das alles vereinbaren lässt, würde ich natürlich gern bei Vereinen, die mir natürlich über meine Karriere hinweg ans Herz gewachsen sind, arbeiten. Klar, Unterhaching ist hier vor der Haustüre und ist natürlich ein Verein, der mir sehr am Herzen liegt, weil ich da auch als Spieler eine sehr erfolgreiche Zeit hatte und ist auch nicht so, so wie sagt man, so weit weg. Auch dann den Traum zu haben, irgendwann mal wieder für diesen Verein arbeiten zu können, natürlich. Das ist natürlich schon was man sich dann auch langfristig wünscht, aber das ist nicht, dass ich sage, oh, das ist jetzt das ausgegebene Ziel, sondern wirklich von Tag zu Tag zu arbeiten und erfolgreich zu arbeiten und die kurzfristigen Ziele zu erreichen und dann auch
langfristig. Man muss Träume haben, auch in diesem Geschäft. Und man soll auch, also ich bin der Meinung, ich muss mir auch natürlich, ich will natürlich auch nach den Sternen greifen, ist klar. Ich will mich da selber nicht einschränken. Ja, da möchte ich natürlich schon wirklich das rausholen, was rauszuholen gibt. Und Erfolg zu haben, ist, glaube ich, in jeder Branche was Besonderes. Und danach sollte man streben. Oder ich bin wirklich so, dass ich danach strebe, dann auch wirklich nach Erfolg. Und das spielt keine Rolle, ob das in der Kreisliga bei meinem Verein vor der Haustüre ist. Da gehe ich jedes Spiel an, um es zu gewinnen, ob es im Training ist oder am Wochenende ist. Und wenn ich mit meinen Söhnen im Garten spiele, will ich es lustigerweise auch gewinnen. Also ich habe da so ein Denken, dass ich schon ein bisschen erfolgsorientiert bin, und ich vermittle das auch an meine Kinder. Natürlich muss der Spaß in erster Linie da sein an dem, was wir tun, weil ohne den Spaß wird es sehr schwierig. Aber man sollte auch einen gesunden Erfolgsdenken haben, und da denke ich, bin ich auf dem richtigen Weg, da einfach weiterzumachen und versuchen, das auch zu erreichen. Kurze Frage noch zu Unterhaching. Gibt es Kontakt? Nein, muss ich sagen, nein. Es ist ja auch von meiner Zeit in Haching ist ja auch nicht mehr so viel. Ob es jetzt von den Spielern verblieben ist, sowieso nicht. Das ist schon doch ein bisschen länger her. Aber auch aus der Vereinsführung sind keine Leute mehr da. Der Kontakt, der besteht über Seiten wie eure, wo man dann guckt, hey, was hat der Club gemacht, und dann auch sich freut, wenn man sieht, okay, da passiert wieder was, und die machen das ja auch gut, und ich glaube, dass sie einen sehr guten Trainer haben und dass die Vereinsführung, dass da alles passt, das finde ich sehr schön, das freut mich. Aber Kontakt, nein, es gibt keinen Kontakt. Die Jungs machen das, die machen das sehr, sehr gut da, und ich hoffe, dass es auch so erfolgreich läuft, wie sie sich vorstellen, und dass die Ziele erreicht werden, und ich mache mein Ding, und wenn man sich irgendwann mal über den Weg läuft, dann wird es sicherlich sehr, sehr, sehr cool und gut werden, genau. Dann schöne Zeit in München und viel Erfolg bei den Playoffs. Dankeschön, vielen Dank. Und vielen Dank fürs Gespräch. Ja, sehr gerne, danke euch.